Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das immer mit Verlängerung Bundle von KDM Shay. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. KDM Shay, immer mit Verlängerung, erschienen im April 2017. Wir haben hier einen Plastikbeutel und in diesem dann den Inhalt verpackt. So sieht das Ganze aus. Das Bundle nicht über Amazon erhältlich, sondern wirklich exklusiv über den Dadash Shop, also über den Webshop von KDM Shay. Wir haben als Inhalt einmal das Album Dadash mit Verlängerung, das Bonusalbum Aus Liebe zur Gewalt. Dann haben wir hier Sticker. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Ein T-Shirt. Und ein doppelseitiges Poster. Und dann haben wir hier unten noch einen Karton, der das Ganze in Form gehalten hat, dass hier nichts verknickt oder kaputt geht. Sehr gut. Die zwei Tonträger sind noch eingeschweißt, das heißt, wir werden die auf jeden Fall mal aus dem Plastik holen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So. Also, einmal das Album und dann haben wir hier noch dieses Bonusalbum. So, dann hätten wir das auch. Also, wie immer, starten wir mit dem Album an sich. Dadash mit Verlängerung von KDM Shay. Wir haben hier den Interpreten, nämlich KDM Shay, mit Pelzmantel und einer, das dürfte wohl eine Glock sein, mit Verlängerung. Also hier verlängertes Magazin in der Waffe stecken und oben lesen wir Kalash Dadash Musik präsentiert. Das ist das Label. Das ist auch das, wofür KDM steht, also Kalash Dadash Music, beziehungsweise Kalash Dadash Mafia. Kalash und dann hier Dadash mit Verlängerung. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Wir haben jede Menge Features und zwar haben wir Features von Evol Samo, Jan Krillin, Casino Fog, KDM Karat, Bastard, Crystal F, Money Max, King Taha, Press Bricks, Haiti, Eastbound, Bands, GPC, King Taha, Crystal F, Blockmonster, Chaser One und dann hier noch auf CD2 einen Dadash Gang, ein Dadash Gang Feature. Auch hier wieder KDM Shay in Nahaufnahme mit seinem Pelz. Hier unten die Credits und einen Barcode. Hier lesen wir noch Shay Dadash mit Verlängerung KDM 004. Hier geht das Ganze auf. Dann haben wir hier einmal ein Booklet. Relativ dünn geht das Ganze. Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir hier eine Danksagung, eine Widmung. Könnt ihr euch natürlich pausieren das Video und an dieser Stelle durchlesen. Okay. Ja, war auf jeden Fall eine Glock auf dem Cover, denn hier haben wir es auch 18C, also Glock 18C, Glock Halbautomatik in dem Fall. Und dann haben wir hier 16 Tracks an der Zahl. Und dann auf der Bonus-CD, also auf CD2 sind keine Instrumentals, sondern der Dadash Gang oder das Dadash Gang Feature. Ich bin ein Dadash 2 heißer Track
Und das sind die ganzen Leute, die auf diesem Track drauf sind. Also ein richtiger, ja, mehr oder weniger Mammut-Remix. Sehr viele Leute mit dabei. Produziert von JR Hitmaker. Gut, so sieht die CD aus. Gefällt mir richtig gut. Wir haben hier den Pelz, die Glock und hier ein Lasermarkierer, ein Laservisier. Und das Ganze glänzt so speziell. Also es ist so halb durchsichtig, die CD fast. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann haben wir noch CD 2. Auf dieser, wie gesagt, keine Instrumentals, sondern der Bonustrack Ich bin ein Dadasch 2. Auf der Rückseite haben wir noch zwei Glocks mit Verlängerung und ein paar Patronen. Von diesen 16 Tracks bzw. 17 Tracks muss ich sagen, meine Favoriten in der Mitte. Und zwar einmal Track Nummer 8, Zeitmaschine, und Track Nummer 9, Keiner denkt an Jesus, die beide auch ausgekoppelt wurden, also die beiden per Video auf YouTube zu finden. Dann haben wir das Bonusalbum Aus Liebe zur Gewalt. Hier lesen wir Shaitan, also so hieß KDM Shay in der Vergangenheit, bevor er sich KDM Shay nannte, nannte er sich eben Shaitan. Aus Liebe zur Gewalt 2007 bis 2012, das Ganze in einer Papphülle und es sieht hier sehr, ja, kaputt, teilweise vergilbt oder verbrannt aus. Da ist aber wirklich rein nur Design und Optik. Die ist ganz neu und auch nicht irgendwie kaputt, sondern ist einfach hier so absichtlich bedruckt worden. Wir haben auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl und auch wieder jede Menge Features, die ihr euch hier natürlich durchlesen könnt. Das Ganze in einer Papphülle. So sieht die CD aus. Dann haben wir Sticker. Einmal diesen Sticker, Shay Dadasch mit Verlängerung im Querformat. Hier noch der Twitter- bzw. Instagram-Account von KDM Shay aufgelistet. Kalash Dadasch Musik präsentiert, lesen wir hier oben noch. Dann haben wir noch einen Sticker von No Return Records, die ja viel mit KDM Shay machen bzw. die ja mit ihm kooperieren. Dann hier noch einen Sticker. Hier auch noch die Verlinkung zum Dadasch Shop. Und dann noch einen im Hochformat. Ein Dadasch schießt und schweigt. Also das ist ja eines der gängigen Zitate von KDM Shay. Ein Dadasch ist ein Dadasch, wenn er schießt und wenn er schweigt. Zu diesem Wort kommen wir dann gleich noch. Dann haben wir noch ein Poster im Hochformat. Hier lesen wir oben, Kalash Dadasch Musik präsentiert, Shay Dadasch mit Verlängerung, auch hier wieder die zwei Glocks mit der Verlängerung abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir den Ehrenmann abgebildet, KDM Shay Dadasch mit Verlängerung lesen wir hier. So sieht das Ganze aus. Also beides sehr gelungene Motive, muss ich ehrlich sagen, aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich das hier bevorzugen. Und dann haben wir noch ein T-Shirt, dieses in schwarz gehalten. Die Größe konnte man sich in dem Dadasch Shop selbst aussuchen. Ich habe mich für M entschieden. Das T-Shirt in schwarz und hier auf der Brust der rote Aufdruck, der Schriftzug Ich bin ein Dadasch. Rückseite blank schwarz. Das Ganze ist in Größe M, wie gesagt, konnte ich mir frei aussuchen. Anvil Lightweight Made in Honduras. Grüße gehen raus. Und das Ganze besteht aus 100% Baumwolle. Vielleicht noch ganz kurz was zu diesem Wort. Dadasch, KDM Shay, die Vorfahren zumindest kamen ja aus dem Iran. Also ich glaube ein Elternteil kam aus dem Iran. Und KDM Shay hat dieses Dadasch-Wort so sehr implementiert in seinen Sprachgebrauch und sein Label oder generell sehr viele Leute sind bei ihm gleich ein Dadasch und Dadasch kommt eben aus dem Persischen und heißt so viel wie Bruder. Das zur Begriffserklärung. Wir schauen uns das T-Shirt noch einmal kurz an, wie das im Detail aussieht.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem roten Aufdruck Ich bin ein Tadasch quer über die Brust. Ansonsten das T-Shirt komplett in schwarz gehalten. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere die Farbkombination auf jeden Fall. Schwarz und Rot, absolut top. Und speziell auch, dass man sich die Größe in dem Shop frei aussuchen konnte, freut mich natürlich, da ich es generell sehr begrüße, wenn die T-Shirts ein bisschen enger anliegen und das Ganze etwas körperbetonter ist, als immer so ein schlappriges L. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann dieses Poster im Hochformat beidseitig bedruckt. Dann haben wir 4 Sticker an der Zahl. 2 davon im Querformat und 2 davon im Hochformat. Das Bonusalbum aus Liebe zur Gewalt und das Album an sich Dadasch mit Verlängerung. Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Ich kann es euch nur ehrlich ans Herz legen, falls ihr den Typ noch nicht kennt, gebt dem Ganzen eine Chance. Ich bin durch Zufall auf ihn gestoßen und war am Anfang auch sehr irritiert, sehr verstört von den Videos und von den Texten und generell so von seinem Auftreten, von seiner Thematik. Muss jetzt aber sagen, dass der irrsinnig sympathisch ist in Interviews und seine Videos, seine Texte, generell sein ganzes Auftreten einfach Entertainment vom Feinsten ist. Also ich bin mittlerweile ehrlich ein überzeugter Fan und ja, deswegen kann ich euch nur raten, gebt dem guten Mann mal eine Chance und lasst euch auf die Thematik ein. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr KDM Shay unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.